Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist 10 Uhr und Nebel. Und trotzdem arbeiten die Paneele. 100, ja, 60, 70 Volt. Wie gesagt, warum das so rumhüpft, die Wattzahl weiß ich nicht. Ich konnte die Batterien zum Glück alle wiederbeleben. Und zwar mit einer Kombination aus diesem ganz billigen Amazon Bleigel-Ladegerät und diesem etwas hochwertigeren, ebenfalls Blei-Batterien-Ladegerät. Genau. Also die Kombination aus den zwei hat es geschafft, auch die ganz, sage ich mal, stark entladene Batterie mit unter einem Volt wieder hochzuziehen. Ich habe gelesen, dass bei AGM-Batterien, bei diesen Live-Lease-Akkus, ein Desulfinator, also einer, der irgendwie mit gepulsten Ladungen versucht, diese Kristalle, die sich innen bilden können, ja, wieder aufzulösen, dass das da scheinbar nicht viel bringt. Es würde eher was bringen, wenn man die Dinger aufmacht, aber man sieht ja schon, die sind eigentlich versiegelt. Da ist nichts mit aufmachen. Ja, also quasi, wenn nichts mehr geht, wenn sie wirklich die Kapazität, die Spannung nicht mehr halten können oder halt, ich sage mal so, die können eh nur ein, zwei Stunden, das ist ja quasi als eine USV gedacht. Also man geht davon aus, nach einer halben Stunde spätestens ist der Strom wieder da und dann reicht ja die Überbrückungskapazität aus. Was ich etwas seltsam finde, wie man sieht, dass der linke Balancer ja quasi am linken Akku angeschlossen ist, also zwischen die zwei balanced, dass der konstant die A-Leuchte blinkt, konstant A aufleuchtet. Ich glaube, den werde ich mal tauschen. Immer, also wenn man hier an den Akkus ansteckt, absteckt, mit den, ja, allgemein mit Strom arbeitet, gummierte Handschuhe und ja, gute Isolation nach unten, Gummistiefel auch zu empfehlen. Online, es hat Nebel, trotzdem kommt was vom Dach. Ja, es schwankt so ein bisschen. Da waren gerade 200 Watt. Also die Batterien sind jetzt nicht kaputt oder irgendwas, weil die AGM können auch tief entladen werden, das ist schon mal für die nicht so schlimm, auch wenn nicht optimal. Und ja, konnten wieder gerettet werden. Jetzt wird mal der Balancer wird vielleicht mal auch mit diesen Handschuhen aus und ab. Mal, wie das irgendwie mit. Ich bräuchte das drei Hände. Jetzt, das ist doch toll. Wenn es wieder knallt und funkt. So. Und. Der Power fährt hoch. Und jetzt blinkt der hier. Ich schau wieder an. Charging.
kleine Verbraucher können durchaus mit so einem kleinen Akku in Kombination mit diesem Masterpower geladen werden. Für größere Verbraucher braucht es natürlich mehr Paneele und größere Akkus. Ich habe nur den Balancer getauscht. Das ist im Prinzip natürlich immer sinnvoll, immer nur einen Teil zu tauschen. Gucken, ob es dann geht, weil wenn man zwei Teile tauscht, weiß man nicht, lag es an dem einen Teil, lag es an dem anderen Teil. Vielleicht war auch einfach nur der Balancer, also der irgendein Defekt oder ein Problem. Jetzt schauen wir mal. Ja, generell ist es bei Akkus so, dass man immer erst den Minuspol anschließen sollte. Den Minuspol. Schwarz. Und dann den Pluspol. Weil die Power beim Akku aus dem Pluspol kommt. So. Oh, der meldet mir voll. Die Akkus standen jetzt eine ganze Zeit rum. Ich habe die vor ein paar Wochen mal geladen und dachte mir, vielleicht schiebt man, kann man noch ein bisschen Ladung reinschieben. Nein, meldet voll. Der meldet auch voll. Gehen wir mal zum nächsten. Also, ja, das war jetzt falsch. Also natürlich auch immer als erstes nur den Pluspol abklemmen. Also da ist der Minuspol ran. Dann den Pluspol. Das mag bei anderen Schaltkreisen andersrum sein, dass da die Masse auf dem Minuspol ist. So, aber bei Batterien ist es der Pluspol, wo es einen brezelt. Ja, meldet auch direkt voll. Also, Minuspol ab. Zuerst Minuspol ab, Pluspol ab. Noch ein Klugscheiß-Tipp. Der Strom mag generell keine Brezeln. Also quasi, das Kabel liegt lieber wahllos in der Gegend rum, als sauber zusammengerollt und dann Strom durch, weil dann quasi, ja, hat man ja quasi eine Art Spule gebaut dann.